Yeah, Leute, es geht weiter hier bei Dragon Ball Raging Blast. Im letzten Part haben wir Broly besiegt, den legendären Super Saiyajin, und auf ihn gehe ich jetzt deswegen nicht so ein, weil so eine Riesennummer war jetzt auch nicht. Es war halt einfach so, dass der Hass, den er hatte auf Son Goku, der lag daran, weil Son Goku halt als Baby neben ihm lag und die ganze Zeit geschrien hat und Broly deswegen keine Ruhe hatte. Ja, das ist die einzige Erklärung, warum er auf Son Goku einen Hass hatte. Wir haben ihn aber besiegt. Leider Gottes können wir diesen Kampf nicht machen. Das wäre eigentlich der Kampf bei der Rückkehr des legendären Super Saiyajins. Aber das können wir nicht machen. Und leider können wir uns den Epilog auch nicht durchlesen. Ist jetzt allerdings relativ wurscht. Wir wechseln gleich mal das Szenario und zur Was-wäre-wenn-Saga. Achso, das ist eh schon die letzte Saga. Ja, das heißt vielleicht, dass wir hier schon wahrscheinlich das letzte, die letzten Kämpfe haben. Ja, Einzeltraining. Wir kämpfen als Future Trunks gegen den normalen Kid Trunks. Ja, schauen wir mal an. Ja, das heißt für euch, die nächsten Kämpfe werden die letzten sein. Also ich schätze mal noch ein, zwei Parts. Nach diesem Part wahrscheinlich noch einer oder zwei und dann ist es gegessen. Ja, ist sehr schade, weil mir das Spiel sehr viel Spaß macht. Aber nichts hält ewig, ne? Auch ein Let's Play muss mal wieder zu Ende gehen. One day. Trunks appeared right in front of himself. Huh? Excuse me, who are you? I'm you. It's been a while since I came back this far in time. I wanted to see how my training was coming. I don't really get it, but I guess you want to fight me. I mean, I don't mind, but I'm really strong. Try not to get too scared. So the world's at peace now, thanks to Gohan beating Cell. But it looks like that piece has made the younger me pretty full of himself. Just so you know, I'm not gonna pull any punches. You ready? Here I go! Bring it on. I'm gonna give you, no, myself, an injection of training from the future. Wir werden sehen, wer stärker ist. Aber mit Sicherheit müssten wir eigentlich stärker sein. Aua. Ja, der kleine Arsch schlägt uns ganz schön. Wir hätten ja, als wir mit ihm gekämpft haben, mit Vegeta, hätten wir ja fast verloren. Ja, du kleiner Pisser. Aber wir haben doch immer lange Haare. Jawoll, Brandattacke. Ja, zu diesen Storys kann ich gar nichts sagen, weil die beiden haben sich nie wirklich getroffen, glaube ich. Außer als er ein Baby war. Okay, er kann sich ganz schön schnell teleportieren. Boah. So, wo bist du, Trunks? Trunks gegen Trunks, ja. Jawoll, schlagen wir ihn weg und Finish Buster! Jawoll, das fällt sich ganz schön rein. So. Wäre mal cool, wenn wir jetzt verwandeln würden. Können wir das nicht auch machen? Nee, geht nicht. Aua. Ja, jetzt hat er wieder 3 Sterne dazu bekommen. Bastard. Ah, er ist ausgewichen. Verdammt. Ich hoffe nicht, dass wir das jetzt verlieren. Aber möglich wäre es sogar. Ja, wir verstärken uns. So, Trunks, wo bist du denn? So. Jawohl, voll getroffen. Ich würde sagen, wir machen nochmal eine Finish-Buster, oder? Ja, warum nicht? Ist ja eine gute Attacke, ne? Finish-Buster gegen... Okay, beide Attacken haben nicht gewirkt. Wow. So. Nochmal Finish Buster. Boah, weich doch nicht immer aus, ey. Boah, lass mich doch durch, ey. Ja, ich glaube, der kleine Penner will mich verarschen. Du glaubst wohl, du kannst meine Zukunftsform besiegen. Aber das wird nichts, mein Freund. Jawohl. Ja, wir haben ein bisschen Rückstand, aber das hole ich schon wieder auf. Keine Angst, Leute.
Wo bist du denn überhaupt? Ah, jetzt verwandeln wir jetzt endlich in den Super Saiyajin. Jawoll, Hitzekuppelangriff. Sehr gut. Jetzt besiegen wir ihn, oder? Naja, zumindest schwächen wir ihn. Jawoll. Sehr gut. Okay, wir haben ihn fast besiegt. Energiewelle, jawohl, du bist besiegt, Trunks, oder auch nicht. So. Vogelschild. Ja, ich muss mich ein bisschen vorsehen. Ja, machen wir nochmal die Hitzekuppel. Weil das war sehr effektiv. Und sieht auch noch geil aus. Was? Besiegt. Your dad, huh? It must be nice to have a strong father around to help you train. Trunks, be sure to train with your father as much as you can. Sure, I'm gonna keep training till I'm even stronger than you are. I'll have to keep training. I'd be pretty embarrassed if I lost to myself as a kid. And so young Trunks was growing into a strong warrior, albeit a bit of a cocky one. Trunks went back to the future, inspired by his encounter to train that much harder. Man, I wonder who that guy was. He seemed pretty cool, but he sure had a mean look in his eye. Okay, Trunks hat sich gecheckt, dass das sein älteres Ebenbild war aus der Zukunft. Macht mir allerdings relativ wenig aus. Ja, wir schauen mal weiter. Ich hoffe, dass die nächsten Kämpfe noch geiler werden, weil, ja, ich sage jetzt einfach mal, es kann nicht noch schlimmer werden. Und die letzten Kämpfe müssen ja ganz geil werden von der Was-wäre-wenn-Saga. So, wir kämpfen Fusion und Potara, Teil 1, Super Gogeta. Jawohl, wir kämpfen mit meiner absoluten Lieblingsfusion Super Gogeta gegen die Potara-Fusion Vegetto. Kennen wir beide, muss ich nicht erklären. Ja, Gogeta ist mein Favorit, warum, werde ich gleich erklären während des Kampfes. Ja, wird episch. I am neither Goku nor Vegeta. I am the man who will defeat you. Of course, you're the result of the two of us using the fusion technique. I'm Vegeta and Kakarot together. Guess that makes me Vegito. A fusion from the fusion technique and a fusion from the Potara earrings. I wonder which is stronger. We have before us Gogeta versus Vegito. The ultimate matchup of fusion technique versus Potara earrings is about to begin. Tja, ja, Gogeta war das allererste Mal bei Dragon Ball Z im Film Fusion, als er gegen Janemba gekämpft hat. Son Goku und Vegeta hatten keine Chance gegen Janemba, deswegen sind sie spontan fusioniert. Zuerst zum fetten Gogeta oder auch Vegeta genannt und dann eben zum starken Super Gogeta. Ja. Und das ist übrigens die normale Super Saiyajin-Form. Wie oft verwechseln wir nicht die zweifache Super Saiyajin-Form. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich gegen Super Vegeto was ausrichte. Weil er ist ja doch sehr stark, Super Vegeto. Ja, warum Gogeta mein persönlicher Favorit ist, ich finde die Fusionskleidung, wie gesagt, viel geiler. Und er hat einfach viel mehr von beiden Charakteren. Sternstaubbrecher. Arschloch. Oh oh. Ja, ich konnte es gerade noch abwehren. Und jetzt doch einmal Sternstaubbrecher. Jawohl, die Attacke fetzt rein. Und der hat ja auch Janemba vernichtet. Und er kämpft auch bei weitem eleganter als Vegeto. Vegeto hat einfach eine aggressive, offene Art. Und Gogeta hat eher eine elegante, coole Art.
Aber gut. Aua. Ja, das kann man jetzt nicht mehr ausweichen. Ja, es mag sein, dass Vegetto momentan mehr Schaden hat. Bei einer normalen Fusion müssten ja die Energie gleich sein. Da wird die Energie quasi plus gerechnet und bei einer Potara-Fusion wird sie mal gerechnet. Deswegen ist die Potara-Fusion so gesehen stärker als die normale Fusion. Aber ich bin trotzdem eher der Gogeta-Fan. Es ist einfach so. Ich finde Gogeta einfach viel cooler als Vegetto. So. Ihr seht schon warum. Er kämpft viel anders. So. Finisher Schild. Und jetzt laden wir die Technik nochmal auf. Und hauen ihn nochmal. Aua. Ah, ich konnte die Attacke nicht mehr abwehren. Verdammte Scheiße nochmal. Aber das macht nichts. Urknall. Kamehameha. Ja gut, er hat's abgewehrt. Sternstaub, Breaker. Und die Attacke trifft natürlich nicht. Oh, ja, die beiden Balken im Hintergrund. Quatschen auch irgendwelche Scheiße, was keiner interessiert. What the fuck? Ja, es wird ganz schön knapp. Ich sehe es gerade an meiner Energie. Aua! Warum piss dich doch? Jawoll, voll reingeflogen. Ja, jetzt muss ich hier schon langsam zu Ende bringen. Sonst macht es der Penner auch noch fertig. So. Komm schon, Vegetto. Jawoll, ein Duell. Fusion gegen Fusion. Und natürlich gewinnen wir. Ja gut, die Urknall, also die, das Urknall kam, wir haben ja, ist auch badass. It seems that our fused form from the fusion dance was a bit stronger. Your power was unbelievable. But I won't lose the next one. Let's have a rematch right now. Hold your horses! I'm sorry, but my fusion is about to wear off! We won't be able to have a rematch for a while! What a pain! It looks like the Potara transformation is actually the more powerful one! I win by default! Hey now, that's not fair! Gogeta versus Vegito. The ultimate matchup may never come to a satisfactory conclusion. So long as Gogeta can take a break every now and then, that is. Ja, es ist schon ein Nachteil, dass Gogeta nach 30 Minuten wieder auseinandergeht und sich dann die beiden ein bisschen erholen müssen. Aber trotzdem ist meiner Meinung nach Gogeta stärker als Vegetto, weil er einfach viel cooler drauf ist. Er hat von beiden also wirklich was, weil bei Vegetto muss man dazu sagen, er hat wirklich nur den Charakter von Vegeta und nur ein bisschen was von Son Goku. Und Gogeta ist die perfekte Parallele zwischen den beiden, meiner Meinung nach zumindest. So, der nächste Kampf. Fusion und Potara, Teil 2, Super Vegetto. Jetzt kämpfen wir als Super Vegetto gegen Gogeta. Ja, war eigentlich anzunehmen. Ja, er verlangte ein Rematch und das werden wir jetzt gleich haben. Ob ich mich mit Vegetto genauso gut anstelle, weiß ich jetzt nicht. Werden wir gleich sehen. Together. Guess that makes me Vegito. What about you? I am neither Goku nor Vegeta. I am the man who will defeat you. Of course, you're the result of the two of us using the fusion technique. A fusion from the fusion technique and a fusion from the Potara earrings. I wonder which is stronger. We have before us Gogeta versus Vegito. The ultimate matchup of fusion technique versus Potara earrings is about to begin. Tja, wir müssen Gogeta leider besiegen. Ja, ich hasse es, meine Lieblingsfusion zu besiegen. Aber was soll ich machen? Es ist mir leider nicht gestattet, diesen Kampf zu verlieren. So,
Und der alte Karashin hört uns zu, oder sieht uns zu, besser gesagt. Und er trifft uns nicht, haha. Eigentlich beherrschte Vegeto gar nicht das Super Kamehameha. Er beherrschte nur das das Final Kamehameha. Und ein paar andere Sachen. Jawohl. Ach so, er hat uns jetzt geschlagen, okay. Ja, ist auch okay. Nein, das ist eigentlich nicht, aber naja. Jawohl. Strahlenschwerthieb? Die Attacke muss ich probieren. Was? Ja, Gogeta scheint gut auszuweichen. Wo bist du denn, Gogeta? Aua! Aua, 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 aua. Jawohl, voll die Schranke zurückgeworfen. Und Kamehameha hinterher. Ja, ich weiß, das ist feige, aber das ist mir jetzt wurscht. Nein! Jawohl, ich treffe ihn sogar. Jawohl, supergeil. Sehr gut. Und er ist beinahe besiegt. Ja gut, es fehlt schon noch einiges. Aber das macht nichts. So. Komm schon, Gogeta. Zeig, was du kannst. Final Kamehameha. Ja, ist klar, er reicht aus. Du hast keine Chance, Gogeta. Aber versuch's nicht. Ich bin gespannt darauf. Komm schon. Ich warte. Final Kamehameha. Jawohl, er fliegt genau rein. Sehr gut. Ja, okay. Vegetas Attacken fetzen auch ganz schön rein. Aber ich mag trotzdem eher. Ich mag trotzdem Vegeto nicht so. Oh oh. Jawohl, ich konnte ausweichen. Sehr gut. Ja, wo geht er? Uahaha. Aua. Ja, der verprügelt mich ganz schön. Jawohl. Und jetzt verprügeln wir ihn wieder. Und warum er nicht als normaler Saiyajin kämpfen, dürfte er eigentlich logisch sein. Weil Gogeta ist ja auch ein Super Saiyajin. Und das wäre in gewisser Hinsicht ja unfair. Komm schon, Gogeta. Zeig, was du kannst. Ja gut, dann machen wir das Final Kamehameha. Er weicht aus. Jawohl, Super Kamehameha. Und er teleportiert sich. Ja, das kann er leider durch Son Goku, kann er diese Technik. Aua. Und von wem Gogeta die meisten Attacken hat, kann man auch nicht sagen. Aber das ist, glaube ich, meiner Meinung nach perfekt kombiniert. So. Ja, er ist auch sehr schnell. Aua. Ja, jetzt muss ich mich ranhalten. Was? Was? Ja, du kleiner Bastard. Ja, ein bisschen was Teamwork auch ab. Ich meine, wir haben eh 3 Punkte und er hat mittlerweile noch einen. Aber trotzdem muss ich mich ranhalten. Weil wir machen auch sehr wenig Schaden, wie mir gerade auffällt. Aber gut, das ist nicht relevant. Komm schon, Gogeta. Greif mich an. Final Kamehameha. Jawoll, voll reingeflogen. Ja, ich würde sagen, wir machen ihn mit der Schwertattacke fertig. Ach so, okay. Ach so, er hat uns fertig gemacht, verdammte Scheiße. Leck mich doch, Gogeta. Ja, das könnte lustig werden. Oder? Ja, machen wir ein Duell. Jawohl. Gogeta, du bist besiegt. Endgültig. Patara earrings' effects are stronger than those of the fusion technique.
Oh, you got me. I've got to admit, the Patara earrings are really something. But you're going to have to stay that way forever. How do you plan on explaining this to Chi-Chi and Bulma? Well, you'd all be one big happy family. That should be nice, right? I'm not sure they'll go along with that. In the match between the Potara earrings and the fusion technique, Vegito won. However, the future of Vegito's family life suddenly seemed very uncertain. Ja, das ist der Nachteil. Die beiden können sich als Vegeta nicht mehr trennen normalerweise. Jetzt müssen sie das ihren Frauen erklären. Und wie wir wissen, Bulma und Chi-Chi können ziemliche Furien sein. Deswegen steht das unter keinen guten Stern, wenn die beiden wirklich verschmolzen bleiben. Also hat die Potara-Fusion auch ihre Nachteile. Sie ist zwar sehr stark, aber die beiden müssen so bleiben. Hihi. Da hat Gogeta natürlich den Vorteil, dass er sich wieder trennt. Ja, wir haben da wahrscheinlich noch ein paar Kämpfe. Deswegen würde ich spontan sagen, das war's für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zusehen. Und ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Dragon Ball Raging Blast. Bis dahin, macht's gut, Leute.